Seine Universen machte, da erschuf er natürlich auch die Erde. Und wie er mit der Erde begonnen hat, kam auf einmal ein ganz großes. Der Schöpfer erschrak und sagt, was ist denn das? Man könnte euch hinsetzen, damit die Hinteren hat euch ja gesehen. Und der Schöpfer sagte, was ist denn das? Und es meldet sich, ich bin es. Die Trommel. Ja, Trommel, dieses hat mich aber ganz schön aufgeregt. Ja, wie willst du denn beim Erdenbewusstsein mitwirken auf dieser Erde? Ja, und die Trommel sagte, ich hätte da eine Idee. So alle Tiere und Pflanzen, alle Tiere und Menschen, die es hier auf dieser Erde gibt, würde ich dich doch bitten, ihren Herzschlag genau mit seinem Wumm zu betonen. Dieses Wumm ist immer ein Herz. Thank you.
alles Alte verbrannt hat in jeder Zelle von euch. Gott sei Dank habt ihr vorher gut Wasser getrunken, weil sonst wärt ihr jetzt leer. Feuer, Wasser sind mit uns verbunden. Was machen wir als nächstes, die Luft oder die Erde? Machen wir die Luft zuerst. Die Erde zum Schluss. Ja, nun gehen wir in die Luft und verbinden uns mit der Energie des Adlers. Das Tier, das am höchsten am Himmel fliegt und als Beobachter durch das Leben geht. Wir hatten ja heute eine tolle Geschichte miteinander. Soll ich sie erzählen? Ja, klar. Das machen so Geschichtenerzähler, oder? Eine wunderbare Begegnung auf dieser Messe. Er kam zu mir und sagte, er ist in die Schwitzhütte gegangen, um zu sterben und wurde fast vorher schon von einem Jäger getötet, weil er den falschen Wald weggewählt hat und der bitterböse gewesen ist, weil er bei der Jagd gestört hat und kein Wild mehr fangen konnte und ihn fast als Wild verwendet hätte. Ist dann doch zur Schwitzhütte gekommen und in der Schwitzhütte hat er dann einen schwarzen Bär besucht. Ich als brauner Bär musste natürlich lachen über diese Geschichte und bat ihn an meinen Tisch, dass er doch eine Geschichte von mir ziehen möge. Und so geschah es, dass ich aber zuvor eine Coca-Cola getrunken habe und ihm sagte, es passiert immer das Gleiche. Wenn ein Bär ein Coca-Cola trinkt, dann wird er zum Affen, weil er wird so richtig aufgezuckert und voller Energie. Ja. Und da gingen wir zu unserem Tisch, er zog eine Geschichte und sagt, nee, die lese ich nicht, weil das ist sicher der Bär und legt sie auf die Seite und zieht den Affen. Und wie gesagt, der Affe, das innere Kind, wir haben uns köstlich amüsiert über diese wunderbare Geschichte und mussten sehr viel affig darüber lachen. Die Leichtigkeit des Kindes zu leben und unser Herz wirklich so leicht zu nehmen wie eine Feder, eins zu sein mit dem Universum, eins zu sein mit der Mutter Erde und vom Herzen Mensch zu sein. Und dann tat es sich auf, ob nicht in diesem Kärtchen der Bär drinnen stehen würde. Und was war es? Der Bär. Und so haben wir auch noch köstlich über den Bär gesprochen. Ja, ich finde es toll, weil ich hier über den Bär gesprochen und es war auch wunderbar, denn der Bär ist ja tatsächlich der Heiler unter den Tieren. Der lebt die Gelassenheit, denn ist alles egal. Ist alles scheißegal, weil es geht ja um nichts im Leben. Es hat sich selber schuld, wenn es sagt, obviechert, so schaut es aus. Es geht um nichts, um gar nichts. Gelassenheit ist die Medizin des Bären. Und dann passiert es aber genau, dass ihm die Gelassenheit verloren hat, weil er heute einen Vogel getötet hat. Und dann kam der Heilige Geist in den Raum. Also der Vogel ist gegen seine Windschutzscheibe geflogen, er hat ihn nicht getötet. Also. Und wir kamen dann durch den Heiligen Geist darauf, dass doch tatsächlich heute dieser Vogel sein Leben gelassen hat, damit er hier auf dieser Bühne Musik mit der Flöte spielt, dass wir den Adler fühlen können. Und ich bitte euch wirklich, beide Beine auf den Boden zu legen. Und ein Adler wird nun hier erscheinen. Wunderbarer Adler,
gemeinsam Hirn und Erdenergie erschaffen haben, durch alle vier Himmelsrichtungen gereinigt sind, würde ich euch nun von Herzen bitten, mir auch euch euren Ton eurer Seele zu sein, indem ihr einfach ganz tief in euren Bauch einatmet und ohne Verstand, und schaut mal da raus, da braucht man nicht mehr, einfach den Ton rauslasst, der gerade rauskommt. Egal was es ist, die schrägsten Töne sind oft die heilsamsten. Einfach wirklich gedankenlos rauslassen. Was, Jay? Ja, genau. Das war schon wieder gesteuert vom Verstand, ich hab's gelernt. Ja? Also wirklich, geht in euer Herz, fühlt in euer Herz. Ist egal, wie lang, wie kurz, einfach kreuz und quer, machen wir doch gemeinsam hier Schwingung des Herzens. Das bin ich euch von ganzem Herzen. Thank you.
Töpfer. Einspruch von mir, dann kannst du weiterreden. Okay. Tauche tief, fliege hoch und komme an bei dir. Und wie gesagt, das Konzert von heute war nicht geprobt, ist spontan entstanden. Die Tanzgruppe, wie heißt die noch schnell? Lords of Elements. Lords of Elements sind einfach hierher gekommen und gesagt, sie möchten hier mittanzen. Mit Namakur, es ist alles spontan hier für die Zeitlosigkeit entstanden. Bis vor einer Stunde haben wir nicht einmal gewusst, was wir hier machen. Doch dann wurden die vier Elemente sowas von klar, dass wir Klarheit passieren. Es ist ein ganz ein einfacher Text. Zum Nachhausefahren. Also ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.